Peter Maffay, Rumäne deutscher Herkunft, geboren am 30. August 1949 in Brașov, ist ein vielseitiger Künstler mit großem Ruf in der deutschen Musikszene. Er begann seine Karriere in der Schlagerwelt und wechselte dann zum deutschen Rockgenre. Mit 20 Nummer-1-Alben und mehr als 50 Millionen verkauften Tonträgern ist Peter Maffay einer der erfolgreichsten Künstler Deutschlands. Das Privatleben von Peter Maffay war von vielen Höhen und Tiefen geprägt. Er war das einzige Kind von Wilhelm Maffay und Augustine Feltes. Sein Vater ist deutscher-ungarischer Abstammung, während seine Mutter siebenbürgisch-sächsischer Abstammung ist. 1963 zog die Familie Maffay nach Waldkraiburg bei Mühldorf am Inn in Bayern. Er nahm ab seinem 7. Lebensjahr Geigenunterricht und setzte diesen bis zu seinem 14. Lebensjahr fort, bevor er vom Gymnasium an das Ruperti-Gymnasium Mühldorf am Inn wechselte. Maffays Musikkarriere begann, als er mit Bauarbeiten Geld für seine erste Gitarre verdiente. 1964 trat er der Band The Beat Boys bei, die später in The Dukes umbenannt wurde, und spielte viele beliebte lokale Lieder. 1970 unterschrieb Peter Maffay beim Musikproduzenten Michael Kunze und veröffentlichte die Single Du, die ihm großen Ruhm einbrachte. Später änderte er seinen Musikstil von Schlager zu Rock und feierte 1979 mit dem Album Steppenwolf großen Erfolg. Maffays Privatleben hatte seine Freuden und Sorgen. Er hatte mehrere Lieben in seinem Leben, Details über seine persönlichen Beziehungen sind jedoch weniger bekannt. Im Familienleben gibt es keine herausragenden Informationen über etwaige Tragödien. Doch wie bei vielen anderen berühmten Persönlichkeiten ist auch Maffays Leben nicht ohne Herausforderungen und Schwierigkeiten. Eine der traurigsten Folgen von Peter Maffays Karriere war der Einbruch im Jahr 1982, als er als Vorband der Rolling Stones auftrat. Er wurde vom Publikum nicht akzeptiert und stieß auf heftigen Widerstand, unter anderem wurde er während der Aufführungen mit Tomaten und Eiern beworfen. Doch trotz der Herausforderungen und Traurigkeit in seinem Leben und seiner Karriere ist Peter Maffay immer noch ein großer und bewunderter Star der deutschen Unterhaltungsindustrie mit vielen einzigartigen Beiträgen in den Bereichen Musik und Kunst. Bisher kann Peter Maffay auf eine beeindruckende Musikkarriere mit vielen berühmten Alben und Singles zurückblicken. Das Album, Tattoo, das anlässlich seines 40-jährigen Karrierejubiläums veröffentlicht wurde, half ihm, zum 14. Mal die Nummer-1-Position der Albumcharts zu behaupten, eine beeindruckende Leistung. Neben seiner musikalischen Karriere ist Peter Maffay auch als Miterfinder der Märchen- und Zeichentrickfigur Tabaluga bekannt. Es handelte sich um ein von ihm initiiertes und entwickeltes Projekt, das ihm Abwechslung und Anerkennung nicht nur im Bereich der Musik, sondern auch in der grafischen Kunst und Kultur verschaffte. Bei Live-Auftritten lädt Peter Maffay oft besondere Gäste ein, um dem Publikum Abwechslung und Kreativität zu bieten. Viele berühmte Künstler wie John Mayall, Julia Nigel, Chris Thompson, Johnny Tame und Maike Anlauf, Maike, haben mit ihm an musikalischen Projekten zusammengearbeitet. Bemerkenswert ist auch die enge Zusammenarbeit von Peter Maffay mit der Künstlerin Julia Nigel, die auch seine Co-Autorin ist. Julia Nigel schrieb viele berühmte Lieder für Maffay und trug damit zu seinem Erfolg in der deutschen Musikindustrie bei. Abgesehen von seinen Rekorden und Erfolgen bleibt Peter Maffays Privatleben privat und nicht allgemein bekannt. Informationen über seine Familie und seine persönlichen Beziehungen bleiben weiterhin vertraulich. Insgesamt hat sich Peter Maffay mit einer abwechslungsreichen Karriere und großartigen Beiträgen in der deutschen Unterhaltungsindustrie nicht nur einen Namen als berühmter Sänger, sondern auch als vielseitig talentierter und kreativer Künstler gemacht. Obwohl Peter Maffay sein Privatleben eher privat hält,
sind Informationen über seine Integration in Kultur und Gemeinschaft auch ein wichtiger Teil seines Images. Die Vielfalt seiner Musik von Schlager bis Rock und seine Kreativität in der Verbindung von Musikkunst mit Märchen und der Zeichentrickfigur Tabaluga leisteten einen wichtigen Beitrag zur deutschen Kultur. Obwohl Maffays Familienleben geheim gehalten wurde, scheint es von den traurigen Ereignissen seiner Karriere unberührt geblieben zu sein. Er ist ein Einzelkind und seine Eltern zogen, als er jung war, aus Rumänien nach Deutschland. Die Unterstützung der Familie könnte eine wichtige Rolle für Maffays Erfolg und Stabilität gespielt haben. Trotz schwieriger Zeiten in seiner Karriere, etwa als er 1982 als Vorband der Rolling Stones nicht positiv aufgenommen wurde, behielt Peter Maffay seine Stimmung bei und kreierte weiter. Solche schwierigen Momente sind nicht nur Teil seiner Karriere, sondern auch eine Voraussetzung für sein persönliches Wachstum und seine Entwicklung. Überhaupt ist Peter Maffay nicht nur eine musikalische Ikone in Deutschland, sondern auch eine wichtige Figur in der Entwicklung von Kultur- und Unterhaltungskunst. Das hier ist auch eine total spannende Stelle. 2 mal 2 gleich 0. Wo hat man sowas schon mal, ne? Dass man zwei Zahlen miteinander multipliziert, die beide nicht 0 sind, und es kommt 0 raus. Gibt es doch eigentlich normalerweise nicht. So etwas nennt man Nullteiler. Also wenn ich zwei Zahlen A und B miteinander multipliziere und weder A noch B sind 0, und es kommt 0 raus. Ja? Dann sind beide Zahlen Nullteiler. Das heißt, hier bei Z4 ohne 0, achso, im Übrigen, wenn ich die 0 rausnehme und nur Z4 ohne die 0 betrachte mit der Multiplikation, bin ich schon nicht mal mehr abgeschlossen. Dann kommt ja die 0 hier raus. Und die 0 ist ja gar nicht in der Menge drin, wenn ich die 0 rausnehme. So. Davon abgesehen ist das hier ein Problem sozusagen, dass die 2 Nullteile ist, dass die 2 die Null teilt. Gibt es eigentlich normalerweise nicht. So. Und zwar im Sinne von Nullteiler, das heißt, die andere Zahl, die ich an die 2 heranmultipliziere, ist auch nicht 0, nämlich 2. Gut, hier habe ich keine Nullteiler. Wenn ich die 0 rausnehme, bin ich trotzdem noch abgeschlossen, also die 0 kommt nicht mehr als Ergebnis raus und alle anderen Gesetze sind erfüllt. Alle anderen Axiome insofern ist Z5 ohne die 0 mit der Multiplikation eine Gruppe. Ganz allgemein kann man aber festhalten, Satz Zm mit der Restklassenmultiplikation ist eine kommutative oder abelsche kommutative Halbgruppe mit 1-Element oder mit Neutralelement, ne? Wie viel Zeit haben wir noch? 10 Minuten? Oh, dann schaffe ich noch was. Wenn wir noch 10 Minuten haben, schaffe ich noch was. Wir definieren uns jetzt eine weitere Struktur.